Ein Shure SM7, zwei 1073 Preamps, einer für 349 Euro, der andere für 1669 Euro. Und ein Mann, der für dich testet, ob man für den echten 1073 Sound wirklich so viel Geld ausgeben muss oder ob du dir für wirklich erschwingliche 349 Euro auch schon ein echtes Highlight auf den Wunschzettel schreiben kannst. Finden wir es heraus. Jetzt. Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog Adventskalender. Gerade wenn du zu den vielen glücklichen Besitzern von Einsteiger-Audio-Interfaces wie zum Beispiel Focusrite Scarlett 2i2, 2i4, Steinberg UR22 und vergleichbaren zählst, dann hast du bestimmt schon mal gehört, dass es für hochwertigere Mikrofonaufnahmen durchaus Sinn macht, sich nicht auf die Vorverstärker im Audio-Interface zu verlassen, denn gerade im letzten Drittel vom Regelwerk können diese einfach bei der Qualität und beim Rauschen mit höherwertigen Preamps nicht mithalten. Spätestens, wenn es um so ausgangsschwache Kandidaten wie das Shure SM7 hier auf meiner Seite geht. Aber so vielfältig der Markt bei Audio-Interfaces ist, so ist er es eben auch bei Mic-Preamps. Und genau wie bei Interfaces ist auch bei Preamps von 50 bis 5000 Euro wirklich alles drin. Um sowohl das untere als auch das obere Preisfeld für dich mal ein bisschen mit echten Aufnahmen greifbarer zu machen, nehme ich jetzt gleich mal für dich Vocals auf mit verschiedenen Einstellungen bei den Preamps. Jeweils einmal Standard und einmal Extrem. Das SM7 geht dabei direkt über einen passiven 1:3 Splitter von Radial, den du hier siehst, gleichzeitig in den Golden Age Pre 73, übrigens erste Generation, so lange habe ich den schon, dann parallel in meinen BAE Audio 1073 und als Vergleichswert und vor allem auch, weil ich es kann, dann noch über den Unison Preamp von meinem Universal Audio Apollo Interface mit der Plug-in-Variante vom 1073, übrigens einer der besten, die es am Markt geben soll. Und damit du das Ganze dann selbst bei dir zu Hause nochmal in Ruhe nachvollziehen kannst, was ich hier jetzt gleich für dich aufnehme, findest du unten in der Videobeschreibung noch einen Link, unter dem du dir dann nach dem Video kostenlos alle Soundbeispiele nochmal runterladen kannst. Ich bin wirklich mal gespannt, was du für Unterschiede hörst. Schreib's gerne mal unten in die Kommentare rein. Gerne auch, wer für dich denn der persönliche Gewinner ist. Für die Aufnahmen habe ich schon mal eine Session vorbereitet und damit wir das Ganze jetzt aufnehmen können, habe ich auch die Preamps schon mal für die erste Einstellung vorbereitet, die du hier auch sehen kannst an der Software-Variante. Ich habe hier bei allen Preamps hier den Vorverstärker auf 50 gestellt. Ich glaube, das sind 50 dB Vorverstärkung. Habe dann mit dem Output-Gain angepasst, sodass es bei allen gleich ist. Und bei dieser Variante ist natürlich der Equalizer aus. Das heißt, alle drei haben nur den Vorverstärker an. Jetzt nehme ich mal mein Mikrofon und setze den Kopfhörer auf. Und dann machen wir mal die erste Aufnahme und sehen uns dann gleich, wenn ich die Einstellung ändere, nochmal kurz wieder. Also los geht's. Breaking this silence, it's so loud, too loud. Just me in these four walls, my empty V. So I close my eyes and I open my heart and I find myself lost in. Nummer 1 im Kasten, jetzt stellen wir die Preamps um. Im Zeitraffer natürlich. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 Okay, alle drei haben jetzt den gleichen Ausgangspegel wieder. Ich habe natürlich die Vorverstärkung bei allen jetzt auf 70 gestellt, auch wenn der Golden Age Pre und der Software Preamp hier auf 80 können, aber mein BAE kann leider nur auf 70, deswegen ist die Maximaleinstellung 70. Für so ein ausgangsschwaches Mikrofon wie das SM7 eigentlich schon richtig gut, deswegen gucken wir uns mal an, was da passiert. Wie gesagt, Ausgangspegel siehst du bei allen ungefähr gleich. Machen wir also jetzt die nächste Aufnahme. Los geht's. I feel like breaking this silence, it's so loud, too loud. Just me in these four walls, my empty V. So I close my eyes and I open my heart and I find myself lost in.
Okay, Aufnahmen im Kasten. Wir können diese beiden Aufnahmen ja schon mal, um die Vergleichbarkeit herzustellen, normalisieren. Das heißt, der lauteste Peak wird auf 0 hoch normalisiert. Das heißt, die ersten 3 Aufnahmen nehmen wir mal, normalisieren die mal und dann die zweiten auch. Und wie du siehst, die Aufnahmen sehen schon relativ gleich aus. Das heißt, um die Vergleichbarkeit wirklich herstellen zu können und auch zu gucken, wie sich denn die Preamps eigentlich im Extrembereich verhalten, müssen wir jetzt nochmal den Ausgangspegel von unserem SM7 ein bisschen erhöhen. Weil das SM7 aber so wenig Ausgangspegel hat, verschalten wir mal einen Fethead. Den schalte ich jetzt mal dazwischen. Dazu nehme ich hier das Kabel von unserem Mikrofonvorverstärker. Schalte das jetzt einfach mal hier so dazwischen. Und damit der auch wirklich funktioniert, müssen wir natürlich noch die Phantomspeisung anmachen. Ich mache das mal bei einem der Preamps. Und damit sollten wir jetzt hier auch schon Ausgangspegel haben. Jetzt müssen wir noch wieder zurückstellen. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine Aufnahme mit 50 dB Vorverstärkung und danach mit 70 wieder. Die gleiche extreme Einstellung, die wir gerade schon mal hatten. Aber jetzt wird es wirklich spannend. Ich stelle mal kurz die Preamps um. Hey, 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 hey. Jetzt ist wirklich schon deutlich mehr Dampf auf der Leitung, muss man wirklich sagen. Also der Fethead bringt wirklich einiges rein. Aber der Vorteil von den 1073 Preamps ist ja, dass man auf der einen Seite den Vorverstärker-Eingang hat, also dass man die Vorverstärkung regeln kann und den Ausgang aber wieder zurückregeln kann. So kann man dann mit diesem Spiel zwischen Vorverstärkung und Ausgang dafür sorgen, dass der Sound sich ja nochmal ein bisschen ändert. Wie er sich verändert, das schauen wir uns jetzt mal an. Nächste Aufnahme steht am Start. Ich mache mal die Session hier schon mal aufnahmebereit für den nächsten Bereich. Gucken wir mal, dass wir die nächsten Spuren aufgenommen kriegen. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Also, viel Spaß. I feel like breaking this silence. It's so loud, too loud. Just me in these four walls. Auch die Aufnahme ist gut durchgelaufen und auch hier sehen die Wellenformen auf den ersten Blick schon mal relativ identisch aus, wenn wir mal hier drauf gucken, wie bei den Aufnahmen darüber auch. Wobei hier sehe ich schon eine kleine Änderung zwischen diesen beiden Aufnahmen, aber das gucken wir uns und hören wir uns gleich vor allem dann nochmal an. Aber in diesem Fall ist es jetzt so, dass wir jetzt nochmal die richtige Extremaufnahme machen. Das heißt, wir stellen die Preamps wieder auf 70 dB Vorverstärkung. Ich muss am Ausgangsregler jetzt tüchtig zurückregeln, weil der Fethead ja hier, wie gesagt, schon 28, habe ich nicht gesagt, aber weil der 28 dB Vorverstärkung mitbringt. Jetzt geht also richtig Dampf in den Preamp rein. Ich stelle mal um und dann gibt es die letzte Aufnahme. Hey, hey. Okay, jetzt wird es wirklich heftig. Also ich höre schon, wie der Golden Age Pre anfängt zu verzerren. Mal gucken, was die anderen machen. Aber wir machen erstmal die Aufnahme. Das wird jetzt wirklich richtig spannend. Also letzte Aufnahme. Los geht's. I feel like breaking this silence, it's so loud, too loud. Just me in these four walls and my empty. So, die letzte Aufnahme ist im Kasten. Jetzt wollen wir noch mal eben schnell die letzten Aufnahmen normalisieren. Das heißt, ich ziehe hier mal die Wellenform. Jetzt kurz markiere ich die und drücke auf Alt-N für normalisieren, damit auch hier alle den gleichen Peak-Level haben. Und jetzt beim letzten, achte mal, was passiert. Beim letzten wird es wirklich spannend, denn hier ist der Golden Age Pre, also der günstige Preamp, schon wirklich in die Sättigung reingegangen und hat richtig fett Charakter reingebracht. Das bringt natürlich auch Auswirkungen auf die Peaks und auf die Pegel. Vielleicht zoome ich auch schon mal rein, bevor ich normalisiere, dann wirst du es vielleicht schon ein bisschen besser sehen können. Hier unten also die drei Aufnahmen. Jetzt pass mal auf, wenn ich auf Alt-N drücke für Normalisieren, dann siehst du, dass die Wellenformen deutlich unterschiedlich sind und zwar sowohl bei unserem Golden Age Pre, den wir hier haben, als auch bei dem Preamp, der hier im Universal Audio mit eingebaut ist. Aber die Wellenform hier oben scheint noch relativ entspannt zu sein. Das heißt, die Aussage wird wahrscheinlich sein oder die Annahme wird wahrscheinlich sein, dass dieser hochwertige Preamp vor allem im Extrembereich nochmal deutlich mehr Headroom und Energie aufnehmen kann, Headroom mitbringt und Energie aufnehmen kann und sauber verarbeitet als vielleicht die günstigeren Varianten. Aber interessanterweise ist hier tatsächlich die Wellenform von dem Golden Age Pre schon an dieser Stelle komplett unten abgeschnitten, wo hier oben noch richtig Peaks sind, die noch aufgefallen sind.
abgefangen wurden. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dadurch, dass die Peaks hier beim Golden Age Pre natürlich abgeschliffen sind, kann der deutlich lauter normalisieren als natürlich darüber das Signal. Aber was für klangliche Auswirkungen das hat, das wird schon richtig spannend zu sein. Hier übrigens beim Golden Age Pre sind unten die ganzen Peaks abgeschnitten und hier sind sie beim Unison Preamp sind sie eher oben abgeschnitten. Da haben wir also eine asynchrone Wellenform bei der ganzen Geschichte, die sich aber hier beim teuren Preamp weitgehend nicht so dramatisch auswirkt. Aber was natürlich wichtig ist, ist erstmal der Sound. Ne? Das heißt, wir hören mal direkt hier in diese extremen Aufnahmen rein und gucken mal, wie tatsächlich der Unterschied ist und hören dann in die unextremste Aufnahme rein im direkten Vergleich. Also nehmen wir zunächst einmal den Golden Age, den BAE. Hören wir mal rein. I feel like breaking the silence, it's so loud, too loud. Just me in these four walls. Immer noch eine saubere Aufnahme, aber es klingt wirklich sehr angenehm am Ohr, wirklich eine saubere Verstärkung. Jetzt gehen wir mal auf den Unison Preamp, weil der ist der nächstextreme. Mal gucken, wie der klingt, wenn er normalisiert ist. I feel like breaking the silence, it's so loud, too loud. Just me in these four walls and my MTV. Man hört schon, dass so an der einen oder anderen Stelle, wo ein bisschen mehr Pegel reinkommt, dass da tatsächlich schon so ein bisschen zerre ist, aber nicht unangenehm. Ne? Es klingt auf jeden Fall unaufdringlich aggressiv. Aggressiv ist das falsche Wort. Energiereich möchte ich fast sagen. Aber jetzt gucken wir mal, was der Golden Age Pre macht. Für 349 Euro echte Hardware. Mal gucken, wie der mit so viel Pegel umgeht. I feel like breaking the silence, it's so loud, too loud. Just me in these four walls and my MTV, so I close my eyes. Also deutliche Verzerrung, noch deutlicher als bei dem Unison Plug-in Preamp, aber nicht unangenehm, finde ich. Ne? Also es ist durchaus eine Farbe, die man wählen kann. Und ehrlich gesagt, wir haben ihn ja auch gequält, wir haben ja richtig reingegeben. Deswegen lass uns zu meinem Vergleich die unauffälligste Aufnahme hören. Wir hören mal direkt die Aufnahme, wo es ganz normal gewesen ist. Mal gucken, ob es da einen klanglichen Unterschied gibt. Wir starten wieder mit dem BAE, dann der Unison und dann der Golden Age Pre. Und du kannst ja mal gucken, du kannst mal die Augen zumachen und gucken, ob du einen Unterschied hören kannst. Ich mache das nicht, weil sonst kann ich nicht umschalten, aber ich bin mal sehr gespannt, was jetzt passiert. I feel like breaking the silence, it's so loud, too loud. Just me in these four walls and my MTV. Also so spontan habe ich jetzt erstmal keinen Unterschied gehört. Vielleicht nehmen wir mal immer die gleiche Passage, die wir uns anhören, damit wir hier ein bisschen mehr vergleichbares Material haben. Das heißt, ich wähle mal den Loop ein bisschen anders und wir hören uns jetzt mal im Loop hier nur eine Stelle an und ich schalte dann jeweils hin und her zwischen den dreien und du kannst ja mal wieder gucken, ob du einen Unterschied hörst oder nicht. Also nehmen wir mal hier bei den ganz normal verstärkten Aufnahmen, starten wir wieder mit dem BAE und dann gehe ich einmal durch. So I close. Na, vielleicht noch mal vorne so. So I close my eyes and I open my heart. So I close my eyes and I open my heart. So I close my eyes and I open my heart. So I close my eyes and I open my heart. So I close my eyes and I open my heart. So I close my eyes and I open my heart. Also ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt blind sagen müsste, welcher ist, würde ich es bei dieser Aufnahme, also bei dieser Art von Verstärkung, definitiv nicht hören und sagen können. Bei den extremen Aufnahmen, ja, weil ich es weiß, aber ob es dann besser oder schlechter ist, das ist dann immer so eine Sache. Manchmal möchte man ja auch gerade diese Gewalt, diese Energie in der Stimme haben, die man dann ja auch provozieren kann mit so einem Preamp. Und da ist der Golden Age Pre definitiv mit viel Charakter gesegnet. So viel ist mal sicher und das Ganze für 349 Euro. Aber jetzt bist du dran. Lade dir die Files runter, hörst dir mal in deiner eigenen DAW ein und sag mir einfach mal in den Kommentaren, was du gehört hast, was dir am besten gefallen hat und ob der Golden Age Pre vielleicht für dich eine Variante ist. Und falls du noch wissen möchtest, wie du
einen externen Preamp mit deinem Audio-Interface verbinden musst, also wie du den verkabelst und einstellst, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou!